die Mumin. Das sind die Mumins. Die Mumins nehmen dich mit fort an einen märchenhaften Ort. Komm mit, gib ihnen deine Hand und fliege mit ins Muminland. Das sind die Mumins. 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 Die Mumins laufen kreuz und quer den Abenteuern hinterher. Was dann passiert, das seht ihr gleich in der neuesten Geschichte aus dem Muminreich. Mumin schläft tief und fest, ebenso wie Mumin Papa und Mumin Mama. Die Mumins schlafen immer den ganzen Winter hindurch, genau wie es ihre Vorfahren taten, seit Jahrhunderten schon. An dieser Tradition halten sie fest. Aber da passiert etwas völlig Neues. Unser Mumin wacht auf und kann einfach nicht wieder einschlafen. Wie spät mag's denn sein? 2:17 Uhr. 2 Uhr nachmittags nehme ich an. Es ist egal beim Winterschlaf. Stehen geblieben. Oh, ist das kalt. Wieso ist es denn so dunkel? Mama! Mama, wach auf, bitte. Papa, Papa. Mama, Mama. Ich bin plötzlich aufgewacht. Was ist nur mit mir los? Das ist wirklich eigenartig. Man wacht doch während des Winterschlafs nicht auf. Schnee, unser Haus ist vollkommen eingeschneit. Das Mumintal. Und es ist vollkommen still. Was ist denn das gewesen? Vielleicht gehe ich lieber nach Hause. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Da schlafen alle und die Möbel stauben ein. Ich gehe nicht zurück. Wenn doch Snufkin hier wäre.
Aber der ist im Süden und lässt es sich gut gehen. Nur sein. Vielleicht hebt endlich mal jemand die Schachtel hoch. Aber das ist doch Kleinmüll. Das ist doch nicht zu fassen. Was machst du denn um diese Zeit hier, Mumin? Was ich hier mache? Ich habe ein komisches Stöhnen gehört und wollte wissen, wer das ist. Und dann kommst du angerast und knallst an meinen Kopf. War ganz schön hart, aber was machst du hier im Schnee? Warum hältst du denn keinen Winterschlaf, wie sich das für einen anständigen Mumin gehört? Ich weiß es ehrlich selbst nicht, Kleinmüh. Ich bin einfach so aufgewacht, aber was treibst du denn hier? Du solltest ja eigentlich auch Winterschlaf halten. Ich denke ja gar nicht dran. Mir ging's genauso wie dir. Auf einmal bin ich aufgewacht. Ich habe versucht, meine Schwester zu wecken, aber die hat nicht mal aufgehört zu schnarchen. Mir gefällt der Schnee. Mir gefällt er nicht. Er ist nass und kalt und rutschig und viel zu weiß. Und es ist so still rings um uns hier. Die Mora ist im Wald. Die Mora? Dieses schreckliche, eiskalte Monster? Der wird's ihr bestimmt gefallen, wenn sie im Winter auch keine Blumen einfrieren kann. Ich hab sie da oben am Berg gesehen. Dann war sie's also, die ich gehört hab. Ja. Das Blöde an ihr ist, dass sie so furchtbar kalt ist, dass ich nicht mal Lust habe, sie zu beißen. Oh, da ist sie! Ich hab eine Gänsehaut vom Kopf bis zu den Zehen. Was hast du denn sonst hier im Schnee erwartet? Ich hab sie nicht von der Kälte. Ich glaube, die Mora ist schuld daran. Sieh doch meine Haut. Sie fühlt sich ganz anders an als im Sommer. Nicht, weil mir kalt ist, sondern weil mich die Mora so anstarrt. Ich mag sie nicht. Das war gut. Du kannst so viel trinken, wie du willst. In diesem Jahr hatten wir nämlich eine unglaubliche Himbeerernte. Wir haben tagelang gepflückt und Saft gepresst. Danke. Hilf mir mal. Du willst unser Silbertablett? Ja. Wozu brauchst du das? Na, um auf dem Schnee runterzurutschen. Aber Mama sagt, es ist ein Familienerbstück. Ja, und zwar eins, das nie benutzt wird. Diese wunderbare Politur ist ideal zum Rutschen. Besser als die Schachtel. Die schlafen mindestens bis April. Ich habe immer noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich einfach aufgewacht bin. Und was wollen wir jetzt machen? Wie wär's, wenn wir ans Meer gehen würden? Naja, da wird ja wenigstens kein Schnee liegen. Das wird sich bei dieser Kälte bestimmt gut halten. Also sowas Dummes. Was denn? Ich hab das Tablett vergessen. Wozu brauchst du das denn hier? Willst du es vielleicht als Brot benutzen? Warum denn nicht? Das ist doch Quatsch. Da, Mumi, da ist das Meer. Es ist ja völlig vereist. Verstehst du jetzt? Man kann darauf rutschen. Sieh dir das mal an. Ich habe wirklich keine Zeit, um monatelang auf der faulen Haut zu liegen.
Klein Mü und ich sind vorhin aufgewacht und überlegen, was wir machen sollen. Na, euch wird schon was einfallen. Aber klar doch. Ich habe das Meer noch nie zugefroren gesehen. Das Pferd hast du gemacht, nicht wahr? Ja, hab ich. Darf ich's reiten? Das geht nicht. Ich habe es nämlich für die Eiskönigin gemacht. Für die ist das Pferd? Ja, hast du von ihr gehört? Ja, sie soll wunderschön sein, aber wenn du ihr in die Augen blickst, dann erstarrst du zu Eis. Findest du das etwa nicht gemein? Nun, auf jeden Fall wird der Frühling nicht kommen, solange sie hier im Land ist und es beherrscht. Du glaubst also, dass sie irgendwann auf deinem Eispferd wegreiten wird? Das hoffe ich, und zwar ganz weit hinauf in den Norden. Dann wird sie bis zum nächsten Winter sicher nicht wieder zurückkehren. Das Pferd sieht nicht sehr stabil aus. Geht es nicht kaputt? Pass mal auf! Ich sprenge ständig Wasser drüber. Das friert zu Eis, wenn es kalt ist. Seht ihr? Und wann wird die Eiskönigin kommen? Das weiß ich nicht. Vielleicht schon heute Nacht. Ich spüre schon ihren eisigen Hauch. Es wird immer kälter. Was ist eigentlich mit der Sonne passiert, Tudeki? Meinst du, sie wird irgendwann wieder zurückkommen? Im Augenblick ist sie im Süden und scheint auf Snufkin. Aber sie wird bald wieder auftauchen, jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Mir ist es zu dunkel. Geduld, heute Nacht ist Vollmond. Den müsst ihr euch ansehen, er ist wunderschön. Vollmond, toll! Dann werde ich jetzt mal mein silbernes Tablett holen. Was denn für ein Tablett? Das von Mumin-Mama. Ich werde ein Segel draufsetzen und über das Eis flitzen. Da werdet ihr staunen. Das kannst du doch morgen machen. Wenn ich etwas will, dann will ich das immer sofort. Was ist denn, wenn das Eis plötzlich schmilzt oder verschwunden ist? Mir gefällt dieses Haus, besonders die Fensterscheiben. Einmal sieht man die Welt in Rot und einmal in Grün. Im Sommer ist das Papas Badehaus. Er hat es ganz allein gebaut. Naja, ein bisschen habe ich ihm geholfen. Er wird sich freuen, wenn er erfährt, dass du es benutzt. Er sagt immer, schade, dass es im Winter leer steht. Und Mama meint, es wäre eine schöne Winterfrische. Na du, du hältst wohl auch keinen Winterschlaf? Hau ab! Wenn die schreckliche Eiskönigin kommt und dir in die Augen schaut, erstarrst du zu Eis. Na los, verschwinde, mach schon! Silbertablett anstellen. Ja, tu das. Ich hab einen. Na, sowas Dummes. Donnerwetter, das ist kalt und feucht unter dem Eis. Wie geht's dir denn, kleinen Mü? Sei unbesorgt, mir geht's gut. Wie bist du eigentlich unter das Eis gekommen? Ich nehme an, der Wasserspiegel ist abgesunken. Und das Eis? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich kann das Eis nicht absinken, weil es am Strand festgefroren ist. Ah, ich verstehe. Das klingt ganz logisch. Mhm. Tudeki sagt, dass sie jeden Tag Fischsuppe isst. Das soll gesund sein. Ja? Hör zu, ich sehe mal nach, ob Tudekis Schneepferd schon gefroren ist. Sicherlich ist es noch nicht fest genug. Oh, Türenknaller. Oh. Das ist tatsächlich noch nicht fest genug. Es wird schon auseinanderfallen, wenn sie versucht, es zu besteigen. Plötzlich ist es schrecklich kalt geworden. Thank you.
auf diesem Pferd reiten? Davon möchte ich Ihnen abraten. Es ist nämlich für die Eiskönigin gemacht. Man weiß ja noch nicht, was diese frostige Dame vorhat. Vielleicht wird sie Ihnen in die Augen blicken. Selbst die Morre hat vor der Eiskönigin Respekt. Sieh mal an, jetzt ist es gefroren. Toll, findet ihr nicht auch? Ja, du hattest einen schönen Zahn drauf. Willst du es auch probieren? Danke, ich bin zu schwer. Jetzt komm rein. Die Fischsuppe ist fertig. Wenn wir zu lange warten, wird sie kalt. Halt sie warm, ich werde wieder abzischen. Bleib hier. Warum denn? Hast du vergessen? Die Eiskönigin kann heute Nacht auftauchen. Na ja, ich werde mich schon vorsehen und immer nur um sie herumfahren. Und ihr nicht in die Augen schauen. Klein Müh, das ist gefährlich. Ich fahr doch nur im großen Bogen um sie rum. Aber wenn sie sich zu dir umdreht und du nicht schnell genug wegschaust. Warum sehen wir uns die Eiskönigin nicht durchs Fenster an? Komm endlich rein. Meine Güte, bitte komm schnell rein, Klein Müh. Da ist sie schon. Die muss ich mir genauer ansehen. Klein Müh. Sei bitte da. Au. Klein Müh, komm zurück! Was nun? Ich weiß nicht, aber wir beide gehen lieber in die Hütte zurück. Das ist die Eiskönigin! Mit ihr. Sie stellt die verrücktesten Sachen an. Ach, ich hoffe, die Eiskönigin wird Klein Müh übersehen, weil sie so winzig ist. Thank you.
Wach auf, Kleinmü. Wir tauen dich auf, Kleinmü. Gleich wird dir wieder warm, ganz mollig warm. Au! Das ist aber sehr heiß, Murmin. Kleinmü. Wir haben dich wieder. Ja, sie war wieder unter den Lebenden. Aber die kleinen Müs unserer Welt sind einfach unverwüstlich. Hinter den Bergen und Bäumen verborgen, da liegt momentan eine Welt ohne Sorgen. Beim nächsten Mal kommt wieder mit, ich führe euch dorthin. Im blauen Turmhaus hoch unter dem Dach liegt Mumin im Mondschein, ist immer noch wach und freut sich auf den nächsten Tag, was er bringen mag. Was er bringen mag. Sie lieben das Lachen und lieben das Leben, die Mumins. Sie lieben die Wolken und darauf zu schweben, die Mumins. So wundersam schöne Geschichten geschehen in Mumintal, ihr könnt sie bald wiedersehen, die Mumins.